So, Leute, heute ist der Abgabetermin für den Fizzy und wir fahren nach Monaco mit diesem Transporter und werden wir den Wagen ablassen. Deswegen ab ins Bett. Bis morgen. Also parkplatztechnisch auf gar keinen Fall. Gibt es nichts hier frei. Und es gibt hier tausende von Motorrollern. Der Robert hat sich natürlich hier bei einem Urus alles in Carbon bestellt. Interieur. Ja, also so an Ausstattung fehlt hier gar nichts. Und wir wollen von dem Urus ein paar schöne Bilder machen, die wir auf unserer Homepage nachher veröffentlichen. Also das ist so ein Insider. Hier fährt man wirklich durch 70.000 verschiedene Ecken und Kanten. Aber wenn wir Glück haben, können wir ein paar richtig, richtig coole Bilder machen. Ja. Und das versuchen wir jetzt. So, wir befinden uns im Hafen von Monaco. Dahinter ist Monte Carlo. Kann man hier sehen, das Gebäude mit den ganz großen Glasscheiben. Ja, das ist das Hotel de Paris. Ja, das geht von da bis da hinten durch. Das ist das Casino. Ja, und so weiter und so fort. Ne, wir haben ein paar schöne Bilder für euch gemacht hier. Okay, so ein Bild wegmachen. Wir haben ein paar schöne Bilder für euch gemacht. Und der Norm macht einen kleinen Carpool und dann geht's los. Wir sind in der Villa vom Robert Geis und chillen ein bisschen, bis die Aufnahmen weitergehen. Ja, gleich erstmal Mittag und dann gehen die Aufnahmen weiter. Entschuldigung, ich muss Brille anhaben, weil es ist echt krass hell hier. So lässt man sich wirklich gut gehen. Guck mal hier. Nachher springen wir in den Pool und machen wir eine kleine Poolparty. Norman, meinst du, ich soll auf die Insel drauf springen? Nächste Szene auf der Insel. Also ich wäre dafür. Dom, bist du auch dafür? Ja, nächste Szene, Andreas, auf der Insel? Habe ich vorhin schon gesagt, müssen wir auf jeden Fall machen. Aber du holst das. Dann los. Ja, ich hol's. Komm. Oh! Nee, das ist nicht Luft. Nein, das ist nicht Luft. Nein, das ist nicht. Komm, wenn ich hier reinfalle. Nein, in der Mitte. Komm. Ah! Wir müssen uns nicht weit hinten nach hier, weil hier kein Wasser reinkommt. Da nicht. Was? Die Leute. Ey, wenn ich hier reinfalle, ne? Nochmal. Warte. Also hinsetzen. Die Frage ist, wie komme ich hier runter? Das weiß ich auch noch nicht, ohne ins Wasser zu fallen. Ich weiß, der Norm und die anderen wollen mich einfach im Wasser sehen. Aber den Gefallen tue ich euch nicht. So, wir sind heute sehr fleißig gewesen, wirklich. Heute gab es eine coole Helikopteraktion und so weiter mit einem Reifen und Co. Das schneiden wir auch noch hier rein. Es war sehr lustig.
immer was zu tun. Robin hat noch eine Weinlieferung bekommen, sehr, sehr viel Wein, ich glaube 240 Flaschen. Und wir waren in Monaco, haben für euch den Urus abgedreht, also so ein bisschen in Hafen Bilder gemacht, ein kleines Capon. Heute ist eine große Party bei Robert, ja, und wir sind eingeladen und da gibt es Rambazamba, hundertprozentig. Aber bevor wir da hingehen, haben wir noch ein paar Minuten. Ne? Ich würde sagen, bei dem Wetter, einmal Pool. Der Belzer spielt hier den Poolboy. Ist ja niemand hier. Sonst würden die Leute weglaufen, wenn ich mich ausziehe. Naja, für Party filmen wir nicht. Nein. Nein. Nee, das ist tabu. Heute Abend einmal keine Arbeit. Immer frei, genau. So sieht's aus. Morgen nach Hause. Das wird eine sehr anstrengende Fahrt. Die Fahrt hierhin ist nie das Problem. Die Fahrt zurück ist immer ein Problem. Wenig Schlaf und so weiter und so weiter. Ja, so sieht's aus. Aber Action muss sein. Ohne Action im Leben ist ja langweilig. Okay, Pull, Pull, Pull. Alle genicken hier. Pull, Pull. Mach Hände, Pull, Pull. Pull, duschen, los. Genau so ist das. Ja, Party hart. Alles klar, bis später. Ciao. So, liebe Leute, wir sind hier bei der Familie Geis angekommen und den Urus abgeliefert. Und wir holen hier in Saint-Tropez für den Tom den neuen Ligier. Oder seinen neuen Ligier, der vorher der Davina gehört hat. Ne? Läuft bei denen. Läuft bei denen. Auf jeden Fall, guck dich an. Guck mal. Schnell. Guck mal. Guck mal hier. Meine Frage ist: Ist das ein privater Parkplatz oder ein Autohaus? Der Robert ist einfach Robert. Warum nur ein Urus, wenn man zwei haben kann? Warum ein Rolls-Royce? Nein. Warum drei? Guck mal. Ja. Also, ja. Wir sind in zwei Wochen wieder hier und müssen ein paar Autos ändern. Folierungen, Felgen und so weiter und so weiter. Deswegen Geschichte Familie Geist wird sehr lange noch gehen. Ne? Deswegen ja. Sollen wir hoch? Sollen wir gehen hoch? Wir müssen aber kurz was aushelfen. Ja, weil die Carmen hat ein paar Kühlschränke gekauft. Und ja, die haben uns gefragt, ob wir aushelfen. Wo es auch kein Problem ist. Danach gibt es eine dicke Poolparty. Badehose habe ich angepackt. Tommy. So, das war's hier von uns aus Saint-Tropez. Ja, im Hintergrund haben wir extra für euch hier diese Kulisse ausgesucht. Ja, und das ist der Hafen von Saint-Tropez. Ja, und da stehen normalerweise ganz viele Yachten. Jetzt ist Corona-Zeit und die dürfen hier einfach nicht andocken. Deswegen gibt es wirklich hier kaum Action. Ja, aber wir sind in zwei Wochen oder zwei, drei Wochen ungefähr sind wir wieder hier. Dann versuchen wir ein bisschen mehr aufzunehmen. Da ist auch wahrscheinlich etwas mehr los. Weil ab dem 3.6. soll es hier wieder Action geben. Ja, also das Leben wieder losgehen. Und ja, da freue ich mich. Kann man schon lecker essen gehen. Mit Robert aufs Boot und so weiter und so weiter. Das können wir mit der Kamera ein bisschen aufnehmen. Ne? Richtig. So sieht's aus. Also am liebsten wäre ich jetzt nicht nach Hause gefahren heute, sondern einfach da reingesprungen. Oder da, da. Vielleicht kannst du dich einmal umdrehen, wie schön das Wasser ist. Man darf auch nicht am Strand hier liegen normalerweise. Ja? Also war wirklich sehr, sehr, sehr streng hier. Deswegen sind die Strände auch nicht so sauber. Aber ich hoffe, in zwei Wochen wird es anders hier aussehen. Und zwar in zwei, drei Wochen. Ja, machen wir. Ende vom Gelände. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da oder ein Abo. Schreibt Kommentare. Ja, ich freue mich, wenn ihr irgendwas schreibt, irgendwas tut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.